Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Whiskyliner. Und im heutigen Video möchte ich euch den Glenfarclas 25 Jahre vorstellen. Zu Glenfarclas habe ich euch schon einiges erzählt im Video vom 15-Jährigen und möchte diesmal gleich zum Whisky übergehen. Ich habe da wieder mal so ein kleines Sample zur Verfügung gestellt gekriegt, in dem Fall vom Ronny Herbst von Worldwide Whisky. Grüße gehen raus. Und ja, schicken wir schon mal was ins Glas rein. Also, der 15-Jährige war schon Schere voll reifen, genauso ist es halt auch beim 25-Jährigen. Er hat 43 Volumensprozent und habe davor schon mal ein großes Sample gehabt, so um die 10 CL. Habe ich da schon sehr klasse gefunden und habe mir gedacht, und jetzt machst du mal eigentlich ein Video davon. Denn, ja, also ich kann es euch jetzt schon mal sagen, ganz angenehme Nase. Und ist er relativ preiswert für einen 25-Jährigen, eher so teilweise, zwar selten, aber man kriegt ihn teilweise noch um knapp 100 Euro, also meistens kriegst du so um die 110, 115 Euro, was auch noch völlig okay ist, wenn man so bedenkt, was manche andere 25-jährige Whiskys kosten. Na, von der Farbe her ist auch schon wesentlich dunkler als die anderen Kollegen. Da geht es schon ins Bernstein über. Und so der typische Glenfarclas Schwefel, der ist beim 25-Jährigen schon ziemlich abgebaut. Also er ist noch wahrnehmbar, aber er ist nicht mehr so präsent wie bei seinen jüngeren Kollegen. Es kommt da auch schon Dunkelfruchtigkeit da daher, also so Aprikose nennt man schon, war aber auch schon wesentlich kräftiger als bei den jüngeren Abfüllungen. Das kommt eigentlich bei ziemlich vielen Glenfarclas Abfüllungen zum Vorschein, allerdings bei 25-Jährigen natürlich wesentlich intensiver. Ja, man hat so auch wieder die typische Trockenfruchtigkeit, was man auch bei vielen Sherry-Abfüllungen hat, also auch wieder so, ja, so Datteln, Feigen, solche Geschichten. Er hat aber zumindest in der Nase nicht so viel Würze wie bei anderen älteren Whisky-Abfüllungen, aber man muss ja da eigentlich auf den Preis schauen. Also es ist ein toller Preis-Leistungs-Whisky im höher, wie soll man sagen, oder ja, im Bereich so der 25-Jährigen Plus, was ja doch normalerweise ein ganz schönes Eck teurer sind. Und ja, es kommt da wieder der Fruchtkompott, also es kommt schon jede Menge Bärigkeit rüber, so Johannisbeere, Brombeere. Diesmal viel mehr Honig als bei den anderen Abfüllungen, also das ist auch wieder intensiver beim 25-Jährigen. Und im Hintergrund immer so dieser ganz dezente Schwefel. Also
schön gelungene Nase. Schauen wir mal, wie er heute im Gaumen mundet. Slange. Schön cremig. Also sofort volle Kanne Aprikosen, so weniger die Trockenfrüchte im Gaumen, also in dem Fall sind es oder schon mehr so die dunklen eingekochten Früchte, also toller eingekochter Fruchtkompott, so dunkle Kirsche, Brombeere, geht da sogar schon über, da in dem Fall sagen, bis zur Erdbeere. Und hat schon einen richtig langen Abgang. Also da passt eigentlich meines Erachtens alles, denn auch der Schwefel, er stört eigentlich nicht, er ist wirklich toll eingebunden. Und ja. Die paar Aromen, die sind halt aber, die passen auch gut. Also er hat auch ein bisschen eine Zitrusnote, hat er auch dabei, also meines Erachtens sind es reine Schere Abfüllungen, aber vielleicht kann ich da der Ronny mehr dazu, er ist halt ein richtiger Klimfakles-Fan und hat da wesentlich mehr Informationen. Aber es ist halt auch, finde ich, immer schwierig, ganz so einen alten, komplexen Whisky in einem Video vorzustellen. Denn ich will jetzt da auch nicht so 30, 40 Minuten oder lang oder nur vor der Kamera verkosten. Ich glaube, das ist auch nicht wirklich Sinn der Sache. Aber na, also, der ist schon richtig toll, oder? Und nur mit gesagt, für den Preis, also Kaufempfehlung geht auf alle Fälle raus, so den letzten Schluck, den wir jetzt noch in aller Ruhe austrinken und ja, dann will ich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und sag bis zum nächsten Mal, Servus!